Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Wir sind hier im Wunderland immer noch und stehen jetzt vor der Bosstür. Das habt ihr jetzt übrigens alle nicht gehört, das ist gar nicht die Bosstür. Das habt ihr jetzt auch alle nicht bemerkt. Okay. Nach zwei Fails direkt am Anfang der Aufnahme stelle ich mich jetzt vor die Bosstür. Ah ja, hier ist die richtige Bosstür, so. Also. Gut, okay. Hier brauche ich eine 3. Room where heartless with weak cards appear. Achso, na gut. Ja, nehme ich das einfach und. Der Schlüssel der Wahrheit. So, gucken wir mal, was jetzt storytechnisch weiter abgeht. Müsste jetzt der Bosskampf sein. Bam, bam, badam, bam. Bam, bam, bam. Gosh, what's with the sudden change of scenery? Let's look around. Oh dear. Thought you seen the last of me, did you? Oh oh. Games up sound scoundrels. For stealing my memory, I sentence you to I sentence. Oh. What's going on? Where am I? Huh? What in the world I'm doing here? Am I doing? Confound it, I can't remember! What's wrong with her? Maybe somebody swipes her memory again. Sora, watch out, something's coming! Die Musik hat sich geändert und Alice riecht, ein Herzloser kommt! Okay. Der Boss aus Kingdom Hearts 1, auch aus der Wunderland-Welt, ist derselbe Boss. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Oh, der Tisch und Stuhl sind auch da gekommen. So, this is what stole the Queen's memory. Okay. Mal sehen, ob ich den Boss relativ easy hinkriege. Hoffe ich doch einfach mal. Weil es ist auch so einer dieser Bosse, die ich nicht leiden kann. Okay. Moment. Ah. Habe ich jetzt alle mein Zeug verloren? Okay, warte. Na geil. Komm. Okay. Ach so, das macht nur den Tisch wieder her. Wow, das ist ja... Verdammt! Was ist eigentlich mit meinem Heal? Ja, danke. Ah, verdammt. So. Ah, scheiße. Ah. Nein! So. Okay, gib mir erstmal meine Items wieder. Okay. Wow. Ah, ich treffe ihn nicht mal.
Okay, nein, wieder kein. Okay, was ist das da hinten? Ist das eine Goofy-Karte? Ne, eine Donald-Karte. Okay. Oh, da ist eine Mickey-Karte. Gib mir die Mickey-Karte. Gib mir die Mickey-Karte. Autsch. Was? Was hat mich getötet? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was hat mich getroffen? Naja, gut. Tja, das ist halt die Entscheidung für einen Profi im Grunde. Da machen mich die Bosse schon mal fertig. Aber okay, inzwischen komme ich ja schon relativ besser klar mit dem Gegner. Muss ich ja sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass ich ihn so gut handeln kann gleich beim ersten Mal. Wollte gerade sagen, komischer Bug, aber läuft ja. Ja. Na dann. Kriege ich eigentlich immer diese Down-Phase, wenn ich eine Dreier-Kombo da oben lande? So. Scheinbar. Okay. Ah. Ah, Gott, verdammt. Scheiße. Nein. Okay. Nein. Okay. So. Ah. Ich habe ihm schon relativ viel Schaden gemacht, aber irgendwie. Na los, komm. Gib mir mal das wieder. Okay, das hier wollte ich haben. So. Haha. Genau so habe ich mir das gewünscht. So. Ah. Fuck it. Nein! Okay. Gut, gib mir erstmal die Items zurück. Nein! Oh. Haha! Also man kann ihn ganz gut austricksen. So. Na! Oh. Verdammt! Okay, Moment. Okay, ich brauche erstmal neue Magie. So, hep. Und das war's. Jetzt habe ich dich tot. Yes. Wunderbar. Souverän besiegt, würde ich mal meinen. Damit ist Wunderland schon fertig. Das ging doch ganz gut. Twigmaster. Gut.
You there, all of you. What is the meaning of this? Where did that creature come from? How would we know? So you refuse to answer. You are hiding something. So you are plotting against me. Says them immediately. Please, your majesty, wait. It was you who commanded us to destroy this creature. Huh? Her majesty, in her prudence, didn't completely trust us to at first. And so, at your majesty's command, we fought them to prove ourselves. Isn't that right, sir? We did. I mean, we did. Your majesty. I told you to do that, but your majesty, don't you remember? Don't be ridiculous. I never forget anything. Of course, I gave the command. You did splendidly. Das Wort kenne ich überhaupt gar nicht. What the fuck, was heißt das splendidly? That looks close. Well, to improvise, I never would have the suit of that. But the Cheshire Cat said as much. Try too hard to remember and your memory might lie to you. The Queen would never admit she forgot. So instead, she remembered something. That didn't happen. She ended up fooling herself. What is it, Sora? Nothing. Well, I guess you will be safe now. And the Queen won't give us any more trouble? After all, we got rid of the Heartless just like she commanded? Don't tell me you've been fooled too. Okay, wir haben also der Königin gesagt, wir hätten von ihr den Auftrag bekommen, das zu tun. Und ja, da sie ja der Meinung ist, sie würde niemals was vergessen, muss das ja wohl richtig sein. Also hat sie gemeint, ja, dann lasse ich euch halt in Ruhe im Grunde. Bisschen verwirrend irgendwie. So, sind jetzt hier noch Herzlose oder kann ich einfach die Welt verlassen, ohne dass ich noch auf irgendeinen Kampf spekulieren muss? Sieht aber ziemlich leer aus. Das gefällt mir. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir nach draußen. In Richtung nächste Welt. Vorher werde ich aber noch eine Runde speichern. Schließlich habe ich jetzt Alice hinter mir. Damit ist die nächste Welt, die ich so wenig mag, weg. Gut. Nächstes Stockwerk, ich komme. Why bring that up? I had to be sure that I hadn't forgotten them. How'd that go for you? Good. I remembered. Well, I had pressed to find the king. Well, I remember that too. The king helped save everything by staying on the other side of the door to darkness, I think. You got it, Goofy. And me? I'm looking for Riku. He was with the king when the door closed. I guess there's no way we'll forget the most important memories. That's good, 'cause I don't want to forget. Gut, also, sie erinnern sich noch daran, dass sie auf der Suche waren, die Aufgabe hatten, den König zu finden, und sie sind der Meinung, die wichtigen Erinnerungen vergessen man nicht, aber Donald hat Angst, er will nichts vergessen. I bet Riku and the King are still together. We've got to find the King soon.
I know I will never go forget that. Okay. You seem pretty intrigued by this Sora kid. Are you telling me you're not Larxene? Haven't decided yet. I think what intrigues me more is what you see in him. There was a time he became a Heartless. And if one becomes a Heartless... They lose their minds and their feelings. They're consumed by the darkness. Right, but not Sora. He held on to his feelings even as a Heartless. And there's only one other man who's been able to do just that. It's the strength of his heart. That's what interests you. Why the Keyblade shows Sora's heart. To unlock the mysteries of the heart. Isn't that the organization's mission? Hey, I wonder if there's anything we've forgotten. If we did, what would it have been? I can't think of anything, so maybe that means that I really am losing my memories. But whatever they were, they couldn't have been very important memories, right? Right. Or else I don't think you would have forgotten it. Look. What is that? A good luck charm Kairi gave me. It's special to her, so I promised that I would return it. I'll never forget making that promise. It's why I could never forget Kairi. Am I right, Kairi? Do I know that girl? Hey, Sora! Where did you go? Sorry, never mind. We better keep going. Okay, Axel interessiert zwar scheinbar, meine Beschaffenheit war, warum mich das Schlüsselschwert ausgewählt hat und warum ich als Herzloser noch Gefühle haben konnte. Als ich damals in Kingdom Hearts 1 als Herzloser verwandelt wurde und... Ja. Sora hat sich gerade seinen Anhänger, von dem er von Kairi gekriegt hat, gezeigt, in der... und sein Versprechen, dass er es zurückbringen wird. Und er würde niemals Kairi vergessen. Hat aber ein anderes Mädchen gesehen und sich gefragt, ob er es kennt. So. Gut, Kairi will be real happy if you find Riku and bring him home. Stimmt. Don't you lose the good luck charm Kairi gave you. Good luck charm. Das ist wahrscheinlich die Übersetzung für Glücksbringer. Bin gerade überlegen, ob ich jetzt noch eine Welt anfange, weil... Folge geht jetzt 19 Minuten. Ne, ich werde mal die Folge jetzt schon vorzeitig beenden. Ich habe eine ganze Welt abgeschlossen. Und die anderen Welten nehme ich später mal auf. Vielleicht schneide ich die restliche ja noch ran. Ansonsten verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge und tschüss.